Ja, hallo. Wir sind hier heute in Schöppingen im schönen Münsterland auf dem Betrieb von Matthias Hüsing. Und Matthias wird jetzt ein bisschen was hier so zu seinem Betrieb sagen. Ja, wir sind hier auf dem Betrieb im Münsterland, im Kreis Borken. Wir machen einen reinen Mastbetrieb mit Bullenmast, Schweinemast und Hähnchenmast. Also den Mais verwerten wir alle selber in der Bullenmast und in der Schweinemast. Als einmal ja, als Bullenfutter und als Schweinefutter, als CCM hauptsächlich in der Schweinemast. Ja, wir machen schon jahrelang für die RRT Versuchsfelder und bauen auch RRT Mais an. Also ja, wir häckseln erst, also, ja, machen den Silomais erst weg und dann schauen wir, was da überbleibt. Und das machen wir als CCM dann für die Schweine. Ja, wir haben eben, um für den Betrieb von Matthias die passende Maissorte zu finden, schon seit Jahren eine Maisdemo angelegt. Ja, wir haben in diesem Jahr hier in der Maissortendemo die Sorte Grateful stehen. Das ist eine Neuzulassung aus dem Jahr 2021. Sie passt mit Silo 240 und Korn 240 wunderbar hierhin als Dreifachnutzer. Sie ist sehr standfest. Man konnte in diesem Jahr sehen, dass sie eine sehr, sehr gute Jugendentwicklung hat und eben auch sehr blattgesund. Und so kann Matthias hier eben erstmal für seine Bullen einen Großteil an Silomais weghäckseln und den Rest, was überbleibt, zusammen mit natürlich anderen Sorten problemlos ins CCM für ihre Schweine füttern. Das Herausragende an dieser Sorte noch sind eben die hohen Gesamttrockenmasse- und Energieerträge. Wir haben hier vom BSA eine Einstufung von 8, was sehr, sehr gut ist.